André, das heute ist der Abend von Tom. Sag uns bitte warum. Es ist das erste Mal in der 20-jährigen Geschichte, dass wir einen Showtalk-Botschafter ernannt haben. Wir haben ja in diesen 20 Jahren häufig auch Freunde, Kollegen gehabt, Unterstützer, Sponsoren, die diesen Showtalk unterstützt haben, die dabei waren. Ich möchte hier ganz besonders an Lonnie Kellner Frankenfeld erinnern, aber auch unsere Sponsoren, wie die Familie Mühl oder das NH-Hotel in Dessau oder das Maritim-See-Hotel in Timmendorfer Strand. Da gibt es immer wieder ganz besondere Highlights. Und wir haben vor einem halben Jahr einen jungen Mann kennengelernt, hier aus Bad Lauterberg, der sich mit einer eigenen Idee in den Showtalk mit eingebracht hat, nämlich kreatives Erleben. Und das war für uns der Knackpunkt zu sagen, wow, das finde ich klasse. Warum nicht den Showtalk dahingehend auffrischen, dass wir eben nicht nur Initiativen unterstützen, sondern jetzt auch eine eigene Initiative gründen. Und dazu hat uns Tom inspiriert. Und ich habe gesagt, gut, nun haben wir alle auch sehr viel zu tun, da musst du aber auch mitmachen. Und dazu hat er sich bereit erklärt. Und dazu brauchst du einen Titel, also haben wir ihn heute zum ersten Showtalk-Botschafter Deutschlands ernannt und er ist auch der Jüngste. Gab es denn auch auf der Bühne einen Orden? Ja, natürlich. Ich habe eine Urkunde bekommen. Das steht da nochmal alles drauf, dass ich der jüngste Showtalk-Botschafter Deutschland bin, was mich auch selber sehr geehrt hat und auch sehr gefreut hat, weil so ein Titel, das bekommt man nicht mal alle Tage, das gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich sage jetzt schon mal, diese Urkunde wird auf jeden Fall in meinem Zimmer einen Ehrenplatz bekommen. Und zwar werde ich die, so wie sie jetzt im Bilderrahmen hängt, über meinen Schreibtisch hängen, wo auch schon lauter andere Bilder aus meiner Vergangenheit und so generell Bilder stehen, die jeder halt eine einzelne Geschichte erzählt. Und mit diesen Bildern werde ich dann halt auch immer wieder diesen 21.09.2017 in mein Herzen tragen. Da kann ich nur gratulieren, Tom, und ich habe dich auch bei der Arbeit beobachten dürfen. Das war ganz toll. Jetzt frage ich dich nochmal, du hast ja den Showtalk im ganzen Ablauf jetzt miterlebt, ja? Gibt es irgendetwas jetzt von deiner Seite aus, was du dir für den Showtalk noch wünschst? Ja, also ich finde ja zum einen erstmal das Format des Showtalks ist sehr gut, weil wir haben ja gehört, der existiert schon seit über 20 Jahren, seit 1996 und es sind immer wieder verschiedene Gäste aus Kultur, Sport und Politik erschienen, was ich immer sehr interessant und auch gut finde. Aber ich hatte ja auch bereits bei meinem letzten Interview schon gesagt, dass es halt langsam auch wichtig ist und an der Zeit ist, vielleicht den Showtalk ein bisschen aufzufrischen. Das ist mittlerweile unser Lieblingswort in diesem Zusammenhang geworden. Und ich finde, da bietet halt das Projekt Kreatives Erleben eine gute Alternative zum alltäglichen Showtalk, da, wie André eben schon erwähnte, es halt eine eigene Initiative ist und wir damit halt auch nicht nur die ältere Generation ansprechen, sondern halt auch Kinder und Jugendliche, wie zum Beispiel einmal mit den Geschichten und Märchen, die ich besonders an die Kinder in Theaterform oder Erzählform anpreisen möchte. Aber auch zum anderen sind ja kleine Ausflüge geplant, wie zum Beispiel nach Potsdam-Babelsberg in den Filmpark. Es ist nicht nur Filmkultur, sondern auch geschichtlicher Hintergrund. Und unser Ziel ist es halt, deutsche Schüler und auch Migranten zusammen da zu einem Ausflug zu schicken, damit halt auch die Toleranz zum einen ein bisschen ausgeweitet wird, aber auch das Kennenlernen untereinander ein bisschen vereinfacht wird, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist in der jetzigen Zeit. André, wie findest du das? Ist das Inspiration für dich? Also erstmal ist das ganz toll, wenn man aufgefrischt wird, das kann ich nur sagen. Und natürlich lebt der Showtalk immer auch von ganz besonderen Inspirationen. Und Tom ist Inspiration. Es ist ja nicht nur der Ausflug in den Filmpark Babelsberg. Darüber hinaus gibt es ein Treffen mit dem Rennfahrer Dominik Schark. Wir werden mit Kindern und Jugendlichen einen Tag in Oschersleben auf der Rennbahn verbringen und einfach Initiative zeigen kann. Zeigen und das ist ganz wichtig. Der Showtalk ist so die Mutter mehr oder weniger, die als Kommunikationsplattform immer für tolle Gäste sorgt und natürlich auch immer das Spendenbarometer entsprechend anhebt, aber sich auch aktiv mit einzumischen, indem man sagt, wir wollen jetzt eine Initiative initiieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und darüber hinaus steht auch das Thema Kreuzfahrt oder Segelschulschiff, das Museumsschiff, die Passat in Travemünde auf dem Programm. Und ich merke einfach, je mehr du dich mit Kindern auseinandersetzt, je mehr du auf Jugendliche
Jugendliche zugehst oder wie Tom auch gesagt hat, Migranten, umso mehr kommt auch zurück. Und das finde ich bei Tom ganz klasse, dass er damit eigentlich auch, nachdem er ja auch einen doch durchaus beschwerlichen Weg 10 Jahre hatte, in Therapie und in seinem Lebensabschnitt jetzt auf einem Punkt steht, dass er sagt, ich möchte zurückgeben. Und das unterstütze ich natürlich von ganzem Herzen. Ihr beide, ich weiß, ihr hattet einen schweren und harten Abend hinter euch. Der Showtalk ist jetzt zu Ende. Ihr habt trotzdem euch noch bereit erklärt, dieses kleine Interview zu geben. Vielen, vielen Dank und alles Gute, toi, toi, toi für die Zukunft. Dankeschön. Dankeschön.